Nimm den Ball wieder mit. Das ist doch wirklich Rotze, richtige Rotze. Wie kann man denn? Welcome back, welcome back, welcome back to Sturmberg und FIFA 23 Bundesliga Time. 19. Spieltag, Augsburg gegen Leverkusen. Meine Prognose fürs Real-Spiel ist ein 2:0 für Leverkusen. Ob ich das hier in der Prognose auch so umsetzen kann, wir werden sehen. Damit drin in die Partie, Augsburg hat Anstoß. Wir spielen in Weiß, ja, ich spiele Leverkusen mal wieder. Beim letzten Mal gegen Dortmund lief es ja gar nicht mal so gut. Und hier hoffe ich einfach mal, dass ich die Augsburger, wenn ich nicht jetzt auslaufen würde, besiegen kann. Augsburg immer ein hartnäckiger, schwieriger Gegner. Das musste schon der ein oder andere Verein über sich ergehen lassen, dass die entweder nicht zu knacken sind oder halt sehr schwer zu knacken sind. Sie spielen an sich gar keine so schlechte Saison. Also haben Spiele, bei denen sie wirklich stark auftrumpfen, am Ende vielleicht dann doch den kürzeren ziehen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier... Boah, nimm ihn mit, nimm ihn mit, nimm ihn mit. Nimm ihn mit. Sehr schön, und jetzt eine Flanke. Oh Gott, wo geht die denn hin? Da sollte die gar nicht hingehen. Aber ist okay. Boah, was eine Granate, Renate. Ching, ching, ching. Ah, nee, ka-ching, ka-ching, ka-ching. So ist richtig. Wuhu! 1:0 für Bayer Leverkusen. Da habe ich ja nach der Flanke gedacht, ach du meine Nase. Aber hier der Schuss, oh, der ging sogar richtig knapp über den Keeper rüber. Ich dachte, der wäre mehr ins Eck gegangen. Aber wenn man sich das so anguckt, oh, der war sogar noch dran. Oha, oha, oha. Du, das habe ich ja so ja nicht gesehen. Oh, 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 oh. Das war eine richtig knappe Kiste, aber so was von knapp. Glückliches 1:0 für Bayer 04 Leverkusen. Das ist doch ein sehr, sehr guter Start auf jeden Fall. Den sollten wir uns jetzt auch nicht nehmen lassen. Da hoffen wir jetzt mal, dass wir hier nicht sofort... Oh. Unser Keeper ist zur Stelle, das ist das Beste, wenn er die Bälle wirklich wegfischt. So, was machen wir jetzt? In den Spieler laufen und einen Einwurf kriegen. Das war der Plan an der ganzen Kiste. Nein, natürlich nicht. Das war eigentlich nicht so das, was ich machen wollte. Aber es blieb nichts anderes übrig. Jetzt gehen wir hier über außen, Flanke nach oben. Die kommt nicht an. Schade. Wirklich schade. Wir versuchen es von hier. Uff. Hätte ja klappen können. Das 1:0 fand ja auch außerhalb der 16er statt. Dementsprechend sollte man sowas nie auslassen. Oh, ich dachte, er hat ihn. Und der Ausgleich. Ja. Das ist doch nicht sein Ernst. Alter Verwalter, wirklich. Ey Mann, das kannst du dir auch im Kopf nicht ausmalen. Dass der Tar da einfach nicht richtig steht. Boah. Mann, ärgerlich. 1:1. Da hat die frühe Führung nicht lange gehalten. Und dabei sah das bis jetzt relativ gut aus. Also ich meine, Augsburg war gefühlt nicht so wirklich bei uns vorm Tor, aber mit dieser einen richtigen, starken Leistung vor unseren Strafraum zu kommen, haben sie es geschafft. Oh Gott, was macht denn der Tada? Den Ball in die Maschen zu versenken. Nun gut, es ist wie es ist, es steht 1:1, da müssen wir jetzt durch und hoffentlich kriegen wir es gebacken. Mehr oder weniger gleich den Führungstreffer weiterzulegen. Wir geben unser Bestes, wenn wir den Ball nicht direkt vor dem Strafraum verlieren. Oh ja, und du bist echt langsam, wirklich langsam, wirklich langsam. Damit fällt das, oh, ich dachte gerade, richtiges Mehl. Also wirklich Mehl, mehr Mehl kannst du nicht haben.
So, das ist unser Ball, sehr gut. Schön den Ball behauptet. Och, lauf doch nicht in den Spieler rein, Junge. Wirklich. Tu es doch nicht. Aber du machst es einfach. Weil du darauf Bock hast oder wer. I don't get it. Sehr schön. Flanke, die nicht ankommt, weil sie abgeblockt wird. Durch einen Popo gefühlt. Jetzt gleich der Gegenkonter oder wer? Oha. Ja, so wird er zum Glück nichts. Zum Glück wird er zu nichts. Okay, Jungs. Wir müssen. Schicki. Sehr schön den Ball behauptet. Also mit sehr viel Mehl mal wieder. Jetzt Flankeversuch. Kommt er an. Der Kopfball sah gar nicht so schlecht aus. War eine gute Flanke. War ein guter Kopfball. Aber zu straight auf den Keeper, der natürlich seine Pranke rausholt und das Ding wegfischt. Beziehungsweise zur Ecke klärt. Ah, Mann. Kommt der an? Kommt natürlich nicht an. Wir passen den Ball nochmal raus nach außen, flanken das Ding nicht drin. Den hättest du ja fast im eigenen Tor versenkt, du. Gute Chance auf unserer Seite. Schade, dass das kein schönes Eigentor geworden ist. Oh, der geht zu stark auf den Keeper. Mann, war natürlich auch mit viel Wumms, war nicht die Absicht meiner Wenigkeit, aber gut, am Ende sollte es das sein und damit Halbzeit. Damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Halbzeit, wir haben Anschluss, es steht 1:1, nachdem wir frühzeitig geführt haben, hat Augsburg einfach mal gesagt, aber Digga, so geht das auf gar keinen Fall, genauso wie dieser Fehlpass und deren Fehlpass. Also Fehlpassquote auf beiden Seiten ist richtig gut. Schön. Schön. Sehr gut. Pass. Junge, den musst du doch machen. Das ist der Hasen. Boah. Kannst du den nicht einfach ins Tor legen? Nein, du schießt natürlich den Gegenspieler an. Boah. Ey, ist das mein Ernst? Ja, es ist mein Ernst. So, nächster Eckballversuch. Kommt er an? Nein. Er springt nicht hoch. Dafür spielen wir nach außen, nochmal nach außen. Versuchen. Oh Gott. Eine Flanke. Kommt die an? Nein, die kommt auch nicht an, weil sie zu kurz ist. Mann, ist das ärgerlich. Ich hätte den Freistoß nehmen sollen, anstatt den Vorteil zu nutzen. Schade. Schade, Marmelade. So, jetzt sind die hier im Gegenkonter oder was? So geht das nicht. Ich laufe auch wirklich breit über den Platz und kriege es hin, dass dieser Angriff nicht genutzt wird. Augsburg, vielen Dank dafür, dass ihr die Chancen nicht verwerten wollt. Ja, das ist natürlich ein bisschen ungeil. Was machen wir jetzt daraus? Wir spielen nicht. Wir spielen direkt in die Füße des Gegners. Nicht zum ersten Mal am heutigen Tage. Und da kommt er an mir vorbei, weil ich den Ausfallschritt falsch setze und... Oh, stark gehalten. Puh. Eckball Augsburg. Können Sie Ihre Chance nutzen, den Ball ins Tor zu kriegen? Was tue ich da? Ich weiß es nicht. Richtiges Gewusel im eigenen Strafraum. Nein, ich dachte, ja, nimm ihn mit. Zieh, Backe, zieh. Zieh! Komm schon! Oh, ich bin noch frühzeitig runtergegangen! Junge! Was war denn das? Alter, das wäre das 2:1 gewesen! Was mache ich da draus? Nix, Effizienz tot! Strobeck wieder am Start! Und das ist am Freitagsspiel! Am 19. Spieltag! Ey, das kannst du dir nicht ausdenken! Wirklich nicht! Da bist du in der besten Position, das Tor zu machen. Und was passiert? Ich verkacke es mal wieder. Kommt er an? Nein, er kommt nicht an. Die Flanke wird abgefangen, weil wieder zu kurz. Diggins. Oh, und da spielt er mich aus. Aber schön abgefangen durch Tah. Der den Pass, oh, der Pass kommt sogar an. Ich bin ja begeistert. Steck ihn durch. Oh, ich dachte, ich komme da durch die beiden Spieler. Sehr schön. Spiel zurück. Spiel nach vorne. Junge, du musst doch da einfach nur durch die zwei Männer durchspielen. Ist das dein Ernst oder wer?
Junge, wie kannst du denn den, also wirklich, kannst du denn den Ball so, oh, Entschuldigung fürs Wort, spielen? Ey, ist das dein Ernst? Mann, das, also wirklich. Schön, Ta, auf dich ist wenigstens Verlass. Ja, so nicht. Nimm den Ball wieder mit. Das ist doch wirklich Rotze, richtige Rotze. Wie kann man denn, also das kannst du doch keinem erzählen, also echt nicht. Wem willst du das vertellen, Schiedsrichter, wem? Alter Verwalter. Ja, nee, ist klar. Bam! Elfmeterkiller. Das unentschieden festgehalten. Digga, bist du denn, bist du nicht ganz knusper, wenn ich den Ball da hinspielen wollen würde, dann hätte ich den Ball da hingespielt. Also wirklich. Und wenn ich da reinlaufen würde, würde ich da auch reinlaufen. Sag mal, was ist denn das hier? Also, ey, das kannst du doch keinem erzählen. Wirklich nicht. Was das soll? Ey. Wer hat ihn denn jetzt? Mann. Schön durchgesteckt. So schick. Das ist die Chance. Bam! 2:1 in der 90. Minute. Damit glücklich gewonnen, kurz vorm Abschluss. Freitagsspiel Augsburg-Leverkusen 2:1 für Leverkusen. Sieg 3 Punkte. Sollte ich dir mit dem Spiel ein bisschen Spaß bereitet haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich würde mich darüber freuen, wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, damit du auch gar kein Spiel mehr verpasst. Hier gibt es nochmal zwei weitere Videos, auch da nochmal reinschauen. Und dann sehen wir uns morgen schon wieder. Bis dahin, mach's gut.